So, hallo zusammen. Ich bin heute mal wieder draußen unterwegs. Ich habe mir, ja, wie einige wahrscheinlich mitgekriegt haben, die Goggle L gekauft von Voxnell. War jetzt auch schon ein bisschen damit fliegen und dachte, ich nehme euch jetzt nochmal mit zu einem etwas ausführlicheren Test. Ich versuche mal hier irgendwo zwischen dem Mais lang zu fliegen, vielleicht dann auch hinter mir durch den Wald. Ja, und dann hoffe ich, ihr habt Spaß am Video. Lasst mir vielleicht einen Daumen hoch da und ein Abo. Das hilft mir und dem Kanal immer sehr weiter. Dankeschön schon mal. Und ja, dann möchte ich jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Google L, wir starten. Stecken wir den ganzen Kopter-Spaß schon mal ein. Funke ist an, Brille ist an. Genau, so. Rankommen. Strom, ja, nein, vielleicht. Ja, hat sie. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie sich das so mit dem kleinen Cinerace hier verhält. Also mit dem Taycan 25 ist das. Also ein 2,5 Zoll Cinewhoop. Da ist der 1S Voxnell VTX drin und ich habe den natürlich auf die maximal zulässige Sendeleistung eingestellt. Gut. Dann drehen wir mal eine Runde. Hier jetzt mal ein bisschen runter zwischen dem Mais. Also man sieht mit dem Grün, das ist so ein bisschen, hat Voxnell so ein bisschen Probleme wohl. Das wirkt zumindest in der Brille so ein bisschen verschmiert, so Richtung Boden. Aber generell kein Abbruch, es ist fliegbar. Es sieht jetzt natürlich in der Goggle zumindest nicht so schön aus. Ah, hier kommt die Warnung. Telemetry recovered. So, ein bisschen auf Höhe und dann hat sich das auch schon wieder beruhigt. Ich sehe jetzt leider keine Meter, doch 30 Meter hinter mir war das jetzt ungefähr. Und ich schaue ja komplett in die andere Richtung. Ich war unten zwischen dem Mais und wie gesagt, keine illegalen Sendeleistungen. Jetzt schauen wir mal noch hier nach vorne. Also überhaupt gar kein Problem. Überhaupt kein Einbruch. 50 Mbit stabil. Ja, hier droppt es jetzt, ja, 40, 45. Aber auch hier hinterm Baum gar kein Problem. Ich würde schätzen, das sind hier ungefähr 200 Meter Entfernung. Wie gesagt, der 1S VTX 25 Milliwatt. Telemetry lost. Telemetry recovered. RF signal critical. Hier so ganz kleines Problem, aber auch hier schon wieder, ich schaue komplett nach vorne geradeaus. Ich versuche es zumindest. Also auch das war schon ein relativ weiter Weg. Finde ich, kann man jetzt nicht Schlechtes sagen. Schauen wir nochmal hier hinter am Weg entlang. Ich glaube, hier ungefähr kam die Meldung. Ich bin jetzt etwas höher. Ja, jetzt sehe ich schon wieder den roten Balken. Jawohl. Also, wobei man jetzt sagen muss, das Bild in der Goggle ist okay. Die Telemetriewarnung kommt natürlich hier von dem kleinen Express LRS. So, dann noch einmal ein bisschen auf Höhe, mal einen Rundumblick riskieren.
Ihr seht, es ist herrliches Wetter, wunderschön heute. Kaum Wind. Und ein toller Rundumblick, jawohl. Also auch hier keine Probleme. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch das ist, weil ich habe hier kein GPS mit dran. Auf jeden Fall über der Baumgrenze. Jetzt lassen wir mal ein bisschen runtertrudeln. So, also über der Baumgrenze quasi und immer noch mit sturem Blick gegen den Mais. Mal sehen, wie es da hinten im Wald aussieht, ob ich da überhaupt durchkomme. Ich war jetzt schon länger hier nicht mehr an dem Spot. Mal schauen. Ah, das könnte gehen, gucken wir mal. Aber immer noch gar kein Problem mit dem Bild in der Brille. Also auch hier hinter mir absolut alles okay. Also das Bild in der Goggle war okay. Ich habe teilweise den roten Rahmen gesehen, also die Warnung, dass es langsam schlechter wird und Zeit ist umzudrehen. Aber alles in allem war das total gut. Bin begeistert. So, das war der kurze Test. Ich bin die Goggle ja jetzt geflogen. Nochmal ein bisschen mit erschwerten Bedingungen. Hatte soweit keine Probleme mit dem 1S-Kit. Das ging problemlos. Ich habe es euch ja im Video eben gezeigt. Ich hoffe, es war informativ und ich denke, wer so eine digitale Einstiegsoption sucht, für, ich glaube, in Deutschland knapp 250 Euro, wenn man es direkt bei Caddx bestellt, 199 Dollar. Ja, also wer sowas sucht, ich glaube, das ist ein guter Einstieg ins digitale FPV. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, und dann bin ich im Anschluss noch ein bisschen 5 Zoll geflogen. Leider hat mich das Moonlight Kit im Stich gelassen. Ich denke, ich blende es euch hier kurz ein. Gibt dann nochmal ein extra Video, damit ihr auch mal seht, dass nicht immer alles glatt läuft und halt ja auch mal ein Crash dazugehört. Und da habe ich eine kleine Wanderung durch den Wald oder durch das Wäldchen hingelegt. Naja, ich werde es hochladen und dann wünsche ich euch auch da viel Spaß damit. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!